herzlich willkommen zum starken Spiel. Die Liga bei beiden Training. In VfB Stuttgart. Hier ist der Rekordmeister. Hier ist die Aufstellung von Bayern München. Gleich geht's los. Wir sind für Sie dabei, am Mikrofon, auf der Tribüne, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und ab geht sie, die wilde Fahrt. Wie würdest du heute die Gastmannschaft einschätzen? Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meister. Und nun Martin Hanik. Und der kommt genau an. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Lahm. Super Flanke. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Riebeck, Achtung, jetzt! Und Tor! Was für ein Tor, liebe Fußballfreunde! Volley reingesemmelt! Unfassbar! Hoch die Tassen! Und die Bayern, sie sind in Führung gegangen. Und nun Christian Gentner. Bucker. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Arjen Robben im Ballbesitz. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Alaba. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. So sieht ein Pass aus. Ribéry hat ihn, den Steilpass. Da kämpft er. Der Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Alaba. Schweinsteiger am Ball. Da freut sich der Trainer. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Schweinsteiger! Und der Torhüter ist zur Stelle. Taski. Super Auge von Bastian Schweinsteiger. Antizipiert und ganz locker den Ball erobert. Ein sehr schöner Pass. Das ist es. Der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Da wird der Trainer zufrieden sein. Stark gemacht. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Ribéry, ich freue mich schon auf die Dribblings und auf die Übersteiger. Er kann einfach alles mit dem Bällchen. Schöne Annahme, gut behauptet. Da haben sie den Arjen Robben angeschossen und jetzt ist der Ball ihm aus. Ball im Seitenaus, Einwurf. Schweinsteiger am Ball. Das sieht gut aus. Ja, da kommt was auf uns zu. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Bucker. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Und nun hat Ribéry den Ball. Guter Pass. Ribéry. Ein wunderschönes Zuspiel. Und nun Christian Gentner. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Ja, so kann es weitergehen. Schuss und... Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Da war die Hand im Spiel, abgepfiffen. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Bucker. Dieser Ball verhungert leider. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Toll, wie er das macht und da rettet der Pfosten. Ball im Seitenaus, es gibt einen Wurf für den Gegner. Und das macht er richtig gut. Bucker. Sicher in der Ballbehandlung. Und der Angriff wurde gestoppt. Findet seinen Mitspieler. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Lahm. Und der kommt genau an. Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da ins Ausgespielt hat. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Und nun Christian Gentner. Philipp Lahm. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat und so ganz einfach war das eben nicht. Bucker. Dante. Und nun Christian Gentner. So sieht ein Pass aus. Kopfballmöglichkeit. Gute Parade. Eins zu null, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Ja, Frank, da waren die anderen noch gar nicht wach und schon hat's gerappelt. Das war wichtig für diese erste Halbzeit. Absolut, denn man hat das ganz deutlich von Beginn an gespürt nach diesem Treffer. Davon haben sie gezehrt. Bucker. Und Achtung, genau hingeschaut. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Und der Ball geht deutlich drüber. Und nun Christian Gentner. Die verstehen sich blind. Bucker. Und nun Nunibišević. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Da freut sich der Trainer. Jawohl, abgefangen. Und jetzt haben sie die Chance. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Ein sehr schöner Pass. Und die Abwehr aufmerksam. Und geht er rein? Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Stark gemacht. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Das sieht gut aus.
Oh, jetzt schießt er und... Alaba. Schweinsteiger am Ball. Müller. Und nun Martin Hanik. Ein Pass vom Feinsten. Jetzt mal. Ja, er versucht's wenigstens mal. Ja, damit hat er kein Problem. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Boca. Molinaro. Boca. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jetzt zieht er ab! Und noch so eine super Parade. Das nimmt kein Ende. Wie wollen die den überhaupt noch bezwingen? Wie viel Arme hat der Mann? Unüberwindbar, dieser Torhüter. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Gomez. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Und der spielt ab auf die Außenposition. Hier die Ballbesitzstatistik. Und er bekommt Hilfe. Lahm. Super gespielt, der Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Schweinsteiger am Ball. Alaba. Und dieser Flankenball, eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Ja, damit kann er den Torwart nicht in Verlegenheit bringen. Gomez. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Wird bei der Annahme erfolgreich gestört. Molinaro. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Lahm. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Gomez. Kleine Rangelei um den Ball. Ja, so kann es weitergehen. Hand, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Jetzt kriegen Sie die Zahl der Fouls zu sehen. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Und das macht er richtig gut. Tja. Da scheint keiner vorbeizukommen. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Sicher in der Ballbehandlung. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Ribéry. Arjen Robben im Ballbesitz. Jetzt ganz schnell machen. Jetzt der Konter. Vorbei, der Konter. Was willst du machen?
Und Ribéry holt sich die Kugel. Dante. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Und da sieht man mal wieder, wie schwer du es als Assistent da unten an der Linie hast. Das war eine ganz knappe Entscheidung. Hier sehen wir noch mal das. Und jetzt! Großer Erfolg für den FC Bayern. Die Münchner gewinnen dieses Spiel. Ich dachte, es gibt...